Jo. Moin Moin von der Nordseeküste. Ich habe heute mal die Ehre und darf direkt von dort aus arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich befinde mich hier nämlich in Wilhelmshaven, der wunderschönen maritimen Hafenstadt, direkt am Jadebusen. Traditionell werden hier sonst Krabben gepoolt, aber ich nutze natürlich die Chance und poole euch hier mal den neuesten Raspberry Pi 4 aus seiner Verpackung. Die Raspberry Foundation meint es diesmal richtig ernst. Neben den sowieso schon gleich drei Modellen, die auf den Markt gebracht werden, die sich in Sachen Arbeitsspeicher unterscheiden, 1, 4, 2 und 4 GB, hat die Foundation richtig draufgelegt in Sachen Prozessorgeschwindigkeit. Wir sind jetzt bei 1,5 GHz statt der vorherigen 1,4. Bluetooth ist natürlich auf den neuesten Stand gebracht mit der 5.0. USB-Schnittstellen sind zwar keine dazugekommen, aber hier, Freunde, hier haben wir 3.0 jetzt. Das heißt, schnelle Massenspeicher, überhaupt kein Problem mehr für das Ding. 4K-Displays lassen sich hier ganz bequem über die zwei Micro-HDMI-Schnittstellen anschließen. Ja, die USB-C-Schnittstelle ist dementsprechend natürlich auch wieder dabei. Nein, nicht wieder, sondern ist jetzt dabei, um das Netzteil anzuschließen. Wieder 5 Volt, 3 Ampere unter Volllast. Keine Panik, wer sein 2,5 Ampere Netzteil noch hat, kann das natürlich hier auch noch anschließen. Gigabit-Netzwerkschnittstelle. Ja, ganz klar, letztes Mal auch Gigabit. Ja. Hier ist wirklich bis zu 1000 Mbit möglich diesmal. Also Leute, weiterentwickelt die Jungs, ich kann nur sagen, die schlafen nicht. Wer jetzt noch keine Ideen hat, ist natürlich sofort aufgefordert, mal bei uns ins Reichelt-Magazin reinzuschauen. Da sind fantastische Ideen, auch von uns teilweise entwickelt, Projekte, die ihr leicht und schnell realisieren könnt. Nach wie vor die altbekannte Hardware, die ihr ja sowieso schon bei uns in unserem Reichelt-Shop kaufen könnt, auch hier wieder einsetzbar. Ja, ich habe nichts weiter dazu zu sagen. Ich werde erstmal schauen, ob ich vielleicht sogar noch mal eine kleine Klimaanlage damit realisieren kann und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Yo.